Der Mann in der Mitte trägt seit gestern Nacht den offiziellen Titel Chef der Volksrepublik Donetsk. Alexander Sachatschenko ließ sich zum Sieger der Wahl in der Ostukraine ausrufen, noch bevor überhaupt alle Wahlzettel ausgezählt waren. Aus seiner Sicht und der von Russlands Präsident Wladimir Putin ist er damit demokratisch legitimiertes Oberhaupt der Rebellenhochburg. Es ist ein Jammer, wir können noch immer nicht verstehen, wie die ukrainische Regierung mit uns umgeht. Wir wollen schon lange mit Kiew reden, jetzt sind sie am Zug. Auch in Lugansk und anderen von Separatisten kontrollierten Gebieten und Städten in der Südostukraine wurde gewählt. Internationale Beobachter waren nicht zugelassen. Außerdem hatte Russland auf eigenem Gebiet nahe der Grenze zur Ostukraine eigens Wahllokale eingerichtet für Flüchtlinge aus der Ukraine, wie es offiziell hieß. Der Westen hat angekündigt, weder die Pseudowahl noch deren Sieger anzuerkennen. Die Europäische Union und Deutschlands Außenminister Frank-Walter Steinmeier äußerten sich empört.